So, herzlich willkommen zu meiner Wenigkeit, den Capella, und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und willkommen zur ersten Staffel, zur Season 1 mit dem guten Simon. Hast du zufällig Beton über? Wie viel brauchst du? Ja, machen wir ein Foto, dann kriegen wir dafür irgendwas Schönes. Foto abschicken. Dankeschön. Was kriege ich dafür? Handelskammer Brandgefahr minus 90% Zusatzwaren. Produziert gelegentlich extra Öl. What the fuck? Schicken wir mal beide wieder dahin. Wir brauchen sie nicht. Ich würde aber ganz gerne nochmal so einen kleinen Schoner bauen. Den brauchen wir. Das steht fest. Würde mich auch mal interessieren, ob man das schenken kann. Das wäre jetzt echt eigentlich mal eine sehr interessante Frage, um ehrlich zu sein. Ich teste das einfach mal aus. Er will ja Beton haben, ja? Ich teste das einfach mal ganz kurz aus. Hier haben wir Stahlbeton. 10 Einheiten schicke ich jetzt mal zu seiner Hauptstadt. Wo ist denn das? Wo ist sein Hafen? Da. Ich werde mal mit einem Klapperclipper runterkommen. So, dürfen wir bloß nicht aus den Augen verlieren. So, Beton funktioniert, ne? Da produzieren wir ja fleißig. Und sobald wir Strom haben, schon allgemein nur deswegen müssen wir es eigentlich austesten. Wollen wir es einfach mal machen? Erzhaft, uns fehlen Arbeiter. What the heck? Und hier fehlen uns Fenster. Ich geh kacken, Alter. Das gibt's da nicht. So, der erste Zug müsste ja dann schon eigentlich jetzt fahren, oder? Ach, der lädt schon. Das ist ja fett. Da ist er. Da ist er. Wie süß. Ist das geil, ey. Ich finde das geil. Das haben sie schön gemacht. Macht Spaß, das zu sehen. Wie das aufwächst, wie das groß wird, etc., etc. Handelsrechte. Kann sie gerne haben. So, die freuen sich alle. So, dann habe ich hier nämlich einen kleinen... Das Schiff soll nämlich dann auch eine kleine Aufgabe erfüllen. Und zwar sollst du nämlich... Von hier... wir brauchen das... Oh Gott, was war denn das hier? Zink. Und fährst wieder zurück und entlädst das da alles. Wir machen echt momentan Plus. Ordentlich Plus. Deswegen will ich da jetzt eigentlich auch nicht zu viel meckern. Meine Bilanz explodiert gerade. Plus 10,5k.
Alter. Okay. Wegen dem Kraftwerk. Was, mal allgemein, warte mal, würde mich auch mal interessieren, was verballert denn das Kraftwerk an Unterhalt? Nur an Unterhalt, wenn wir alles bauen. 250. Öldepot 50. Sind wir schon mal bei 300. 400. 800 Dollar Unterhalt. Aber gut, die Produktion geht höher, ne? Das rechnet sich, glaube ich, dann wieder doppelt so schnell. Die arbeiten ja dann echt doppelt so schnell. Und das ist natürlich genau das, was wir ja auch wollen. Aber wenn wir damit Geld machen können, warum nicht? Hab das mit Propaganda mal hochgezogen, brauche Knete. Okay. Also er kann's kaufen, er kann's kaufen. So, meine Schiffe. Ist meins schon da? Nee. Meins müsste noch auf dem Weg sein irgendwo. Da. Ist nicht drin. Was? Könnte Schnaps und Bier kaufen. Moment, Moment, Moment. Redet er jetzt von... Oder nur vom Rohmaterial? Ah, warte, Moment, 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 Moment. Ach, Zement... ach, das Rohprodukt meint. Er meint nur Zement. Davon habe ich aber nicht allzu viel. Muss er jetzt überlegen. Warte mal, ich bin jetzt hier mit meinem Schiff, ja. Ich muss was nehmen, was ich ihnen abkaufen kann, ja. Warum kann ich ihn da das nicht, warum kann ich ihnen das nicht geben? Nicht Zement, brauche das fertige Gemisch, den gemischten Stoff. Also Stahlbeton. Aber das ist eigentlich drinne.
Warte, warte, dann müssen wir das anders machen. Dann muss ich das alles rausnehmen. So, rein theoretisch. So, schau mal jetzt. Ich glaube, er hat's gekauft. Dir nicht eingestellt hast, dass du Beton kaufen willst am Hafen. Leider, wohl bemerkt, aber nun gut, okay. Jetzt hat er das erstmal bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt eh nochmal warten. Ich werde das nochmal rausnehmen. So, jetzt dürfen wir natürlich nochmal alles nochmal selber einstellen, aber YOLO. Warum gehen denn die Stallträger gerade so dermaßen runter? Na, wahrscheinlich, weil sie viel verbraucht werden. Das finde ich leider ein bisschen so schade. Dass man da nicht wirklich sagen kann. Und ich würde es verstehen, wenn man sagt, komm, ich kaufe dir mal ein bisschen Seife ab. Und gebe dir dafür ein bisschen Stahlbeton. Aber nee, geht leider nicht. Kann man leider nicht machen. In dem Bezug schade. Aber egal, das kriegen wir schon hin. Das Problem ist, jetzt hat er natürlich alles aufgekauft. Jetzt können wir lange erstmal warten, bis wir da das nötige Mittelchen dafür haben. Wo ist denn eigentlich hier unsere Zement? Ach, die ist gleich daneben. Komm, die soll mal mehr produzieren hier. Soll mal ein bisschen Gas geben. Ich brauche nämlich Fenster! So, und wenn wir das haben, dann können wir nämlich einstellen, dass wir ein bisschen was... Aber Moment, ich hänge ja auch mit meinem Schiff... wieder zurückfahren. Dann habe ich hier nämlich schon mal 10 Stück mehr. Ach ja, Expedition war ja auch noch nebenbei. Können wir nochmal schnell clearen hier. Ja, das war klar, dass das schlecht war. Aber egal, vielleicht schaffen wir es ja nochmal. Ich habe kein Proviant mitgenommen. Oh, 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 oh. Das wird nicht gut gehen. Das kann ich jetzt schon mal so diagnostizieren, aber sowas von. Okay, in der Zwischenzeit sollten wir hier mal vielleicht ein bisschen mehr Action machen. Also, ihr Lieben, was wollt ihr denn nochmal alles haben? Ihr wollt sogar auch noch Bier haben und Zigarren. Zigarren könnte ich rein theoretisch sogar anbauen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Weil dann könnte man nämlich auch hier nochmal sagen, was brauchen wir denn nochmal? Holz? Boah, eine Kunstschreinerei. What the fuck? What the fuck, Alter, ne. Ja, wir brauchen Tabak, definitiv. Sollten wir abbauen.
Bringt ja auch nochmal ordentlich Knete. Wenn wir die Produktion hier am Laufen haben. Holz haben wir genug. Weil wir auch momentan nicht so viel bauen. Von da aus brauchen wir das auf jeden Fall nicht machen. Wir können einfach sagen, dass die Produktion beginnen soll. So, das heißt, die produzieren schon mal die Kästchen. Haben die überhaupt das Bedürfnis hier unten schon? Nö. Na gut, aber... ja, YOLO. So, alle 30 Sekunden produzieren die. Uiuiui, da brauche ich aber eine ganze Menge davon. Zwei Stück. Davon brauche ich vier? Ja. Boah. Das ist aber... oh, ich brauche mehr Leute. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Glaube fehlt. Oh. Sollten wir dem vielleicht geben. Obwohl mir eigentlich war, dass ich das hatte. Weil wie hätte ich sie sonst... ist das etwa abgebrannt? Oh mein Gott. Das Bedürfnis von dem Essen ist auch schon wieder zu niedrig. Ah ja, ihr macht mich fertig, ey. Ihr macht mich fertig. So, davon haben wir zwei, davon haben wir zwei. Das ist schon mal ganz gut. Ponchos. Lass mal gucken, dass wir das stabilisieren. Ponchos ist zum Beispiel ganz gut. Ja, Bananen kommen ja erst noch. Das dauert noch ein bisschen. Und da geht aber echt nur die Zufriedenheit hoch. Mehr nicht. Hier geht wirklich Geld flöten, wenn ich das nicht hochhalte. Also die doppelte Produktion sollte jetzt doch eigentlich das Problem so halbwegs lösen. Hoffentlich. Aber die sind alle happy eigentlich. Sehr gut. Tortillas, ja. Müssten wir verschiffen, ne? War das nicht das Problem, dass wir hier kein Mais haben? Ja. Es war das Problem. Und hier hatten wir Mais. Sprich, ich brauche eigentlich wieder ein Schiff. Ich brauche wieder ein Schiff für drüben. Schicken wir dann Schoner rüber? Ich weiß es nicht. Ein Clipper ist übelst schnell natürlich. Komm, wir bauen einen Clipper. Dann kann der nämlich das auch wieder rum verschippern. Ha! Der Clipper kann es verschippern. So, Stahlbeton. Der ist ja immer noch unterwegs. What the fuck? In der Zwischenzeit habe ich das doch schon fast, oder? Nee. Was brauchst du dafür? 25! Oh! Aber natürlich hat das auch einen faden Nachgeschmack, darf man nicht vergessen, denn nichtsdestotrotz, auch wenn das hier alles versorgt, auch die gesamten Gebäude hier versorgt mit Strom, nicht alle wohlbemerkt, aber fast alle, die Mine würde mit Strom versorgt werden, ne, hier sind generell allgemein sehr viele Sachen unterwegs, die nochmal doppelt so schnell produzieren würden. So, wird durch eine Kehle mit einem Messer auf den... oh Gott. Das wird, bringt nichts. Ich verliere die Leute da wahrscheinlich bei der Expedition. Ein Fenster, ein Betonloch, komm. Komm. Zack, wir haben's.
Sehr schön. Okay, jetzt muss das Ding nur noch mit Strom befüllt werden. Wir haben zwei Stromwege ja gebaut, sprich, theoretisch müsste da eigentlich immer ein Fluss herrschen. Es würde mich mal interessieren, wo ist der Zug? Weil eigentlich müsste der doch irgendwo rumtuckern, ne? Fährt er das jetzt erst da unten runter oder fährt er das... Ne, fährt da gleich hin, okay. Habe ich jetzt meinen Zug weggeglitscht? Kann das sein, oder was? Ja, mein Zug glitscht hier irgendwie fälschlicherweise. Schade. Ach, ein Zug ist schon da. Lol. Oder nee, das heißt, fehlende Ware, die kommt gerade erst. Genau. Okay. Oh, scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Das war meine ordentliche Explosion. Da habe ich aber auch Kacke gebaut. Was ist das denn hier? Was sind das denn für Straßen? Oh, da fehlt ja auch noch was. Oh Gott, was habe ich denn hier gebaut? So hätten wir jetzt... Ja, so haben wir immerhin schon mal das auch noch mal. Okay. So, mein Zug ist leider irgendwie buggy. Aber... Er müsste jetzt bald Strom haben. Ja, jetzt wird's beladen. Sehr schön. Nice. Ich weiß zwar nicht, wie lange das vorhält, dieser Proviant da. So, wir müssen leider die Straße doch noch mal ein bisschen erweitern. Zwei, Alter. What the fuck? Nice.
Die produzieren jetzt ordentlich. Einmal können wir noch. Einmal können wir noch. Alter, wie viel Prozent müssten das sein, ey? Alter. 230%, ey. What the fuck? Wäre die Überlegung wert, ob wir unsere ganze Produktionsdinger da noch hochknallen. Es bringt einfach so unfassbar viel. Es bringt einfach so unfassbar viel. Noch mehr Aufgaben. Handwerkerfamilie. Ihr wollt ein Foto haben. Ja. Verstehe gar nicht, was die haben wollen. Egal. Mission erfüllt. Familienkarte für Zoo erhältlich. Ah. Unterhaltskosten plus 10, Attraktivität plus 10. Nice. Ja, Jasses würde ich sagen. Wir haben jetzt auch eher das Problem, dass unser Lager ständig voll ist. Was generell ja nicht unbedingt ein Weltuntergang ist. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich gucken, dass wir unsere Lager jetzt im besten Falle stetig aktuell halten. So, wir schippern ja von drüben her, habe ich gesagt, schippern wir ja für die Ingenieure ja schon die ersten Sachen, um überhaupt die Brillen herstellen zu können. So, das heißt wiederum auch für uns, wir produzieren momentan Glas, verdammt viel Glas sogar. Das heißt, die Zinkmine ist drüben, wir brauchen jetzt noch die Kupfermine, die hätten wir nämlich hier. Da können wir dann nämlich auch nochmal eine Straße bauen. Die hat auch Strom. Oh Gott, nice. Alter, Falter. Oh mein Gott, das bringt so unfassbar viel. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch... Wir haben ja beides. Das schippern wir rüber. Das heißt, das können wir produzieren. Dann brauchen wir noch das. Ist nur die Frage, wo wir das hinknallen. Wir haben ja noch hier Platz und Luft nach oben. Wie groß ist denn diese Brillenfabrik? Die produziert ja vor allem ja auch wirklich in einem viel höheren Niveau. Das heißt, wenn wir sie hier hinbauen, ist es okay. Und wenn wir die Brillenstation da gleich daneben machen, wäre das auch halb so wild. Weil Strom kriegen sie ja. Ich fange jetzt an, die Produktion aus Ostwacht auszulagern. Brauche Platz. Okay. So, wir sind jetzt im Minus zum allerersten Mal. Das gefällt mir nicht.
Genau, die brauchen erstmal das, um die zu beliefern. Machen wir erstmal auf Pause. Ah, es sieht schon fett aus. Echt schön. Zum Dahinschmelzen. Ja, ich würde sagen, ich mache hier den kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, tschüss.